Hi Theresa. Hi Sebastian. Sag mal, du hattest so eine coole Idee letztens für unseren Studies for Future Blog. Wir wollten so ein Format mit Forschungseinblicken machen. Lass noch mal kurz drüber schnacken. Was war so deine Idee? Ja, meine Idee war, dass Forschung, ja auch Forschungsergebnisse sind ja total wichtig für den For-Future-Diskurs und die wissenschaftliche Fundierung von Transformationsansätzen. Und oft habe ich aber den Eindruck, dass wissenschaftliche Erkenntnisse wie so ein Kaninchen sind, was man aus dem Hut zaubert und niemand weiß, woher es kommt, wie ist es da rein, da raus und es ist alles Magic. Und gerade in diesen Zeiten von Verschwörungstheorien und Science Denial ist es aus meiner Sicht sehr wichtig zu erklären, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen. Okay, das heißt, ein Format, wo man ein bisschen sozusagen in die Praxis der Forschung reinschaut. Deswegen hatten wir auch gedacht, wir können es vielleicht Forschungseinblicke nennen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie es eigentlich was ein kreativerer Titel wäre. Ja, aber Aber genau das ist ja tatsächlich, gemeint. ja, genau, ein Gespräch über, wie funktioniert eigentlich die Forschung? Ja. Und was müsste man fragen? Also wie sollen wir, also ich würde es gerne, ich habe total Lust drauf, das zu machen und mal quasi Sehr gut. meine KollegInnen zu befragen über ihre Forschung. Was müssten wir die fragen? Naja, ich denke, es wäre auf jeden Fall gut, nach der tatsächlichen Praxis zu fragen. Also jetzt nicht das Hochglanz, ja, Magazin, sondern den Blick hinter die Kulissen, so das alltägliche Klein-Klein der Forschung, dass einfach auch klar wird, wie viel Arbeit da drin steckt und dass gerade so gewisse, ja, vielleicht überhöhte Ideale mal ein bisschen runtergebracht und auf den Boden gebracht werden und dass man mal sieht, wie viel, also wie lange es eigentlich braucht, auch zu gewissen Erkenntnissen zu kommen und wen man dazu braucht, was man dazu braucht, was man auch überwinden muss. Also so diesen, das Day-to-Day-Business. Ja, ist irgendwie erstaunlich, dass es doch recht unüblich ist, oder? Also wir machen alle irgendwie Forschung und sind die ganze Zeit damit beschäftigt und sprechen auch gerne über unsere Ergebnisse, aber der Prozess ist tatsächlich irgendwie so abgeschirmt von der öffentlichen Wahrnehmung und aber auch, also ich finde auch Studierende kriegen recht selten mal so einen tatsächlichen Einblick, sondern kriegen die Ergebnisse vorgelegt, ne? Und Stimmt, ja. es wäre viel cooler, wenn wir alle davon mehr wüssten, was passiert hinter den Kulissen und auch besser einschätzen zu können, was sozusagen, was die Ergebnisse dann bedeuten, ne? Ja, und wie sie zustande gekommen sind, ne? Ja. Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen kann, dass wir eigentlich so wenig, also dass das so eine irgendwie, naja, ich würde nicht sagen Unehrlichkeit, aber dass es so eine Intransparenz dann doch über den Forschungsprozess selbst gibt? Ja, da könnte man jetzt natürlich lange zurück in die Wissenschaftsgeschichte gehen, weil ja schon Galileo und Newton tatsächlich auch im Nachhinein erst die Methodenkapitel zu ihren Arbeiten und Experimenten geschrieben haben, habe ich gelesen. Ich glaube tatsächlich, dass ein Problem ist, dass es dazu hat die Wissenschaft auch viel beigetragen, dass es einfach ein sehr, sehr hohes Ideal gibt. Ein sehr hoher Anspruch an Wissenschaft, an WissenschaftlerInnen, der auch zu Recht hoch ist, der aber oft nicht der Realität entspricht, weil die Realität das gar nicht leisten kann. Und ich glaube, wir brauchen da einfach ein Aufeinanderzubewegen des öffentlichen Bildes des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin und der Ansprüche und der Realität. Und ich glaube, wenn man das zueinander bringt, dann können wir auch ja, begründet Vertrauen in die Wissenschaft nochmal stärken, was aus meiner Sicht für eine demokratische Gesellschaft einfach extrem wichtig ist. So, und es laufen nicht alle Dinge rund in der Wissenschaft und gleichzeitig ist das nicht der Grund, wissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen, ne? Und da einfach eine gute Balance zu finden, eine gute Einschätzung und auch, ja, wir sind alle Bürger in einer demokratischen Gesellschaft, das heißt, wir sind uns da gegenseitig verantwortlich. Auf der einen Seite halt über unsere Prozesse und wie wir zu Ergebnissen und Aussagen und auch Empfehlungen ja kommen. Und auf der anderen Seite aber auch von den MitbürgerInnen da auch ein gewisses Verständnis zu bekommen, dass zum Beispiel gewisse Erkenntnisse sich auch verändern über die Zeit, dass sie ambivalent sind. Und das leitet sich ja ganz oft einfach aus
ja, den Erkenntnisprozessen her, dass gewisse Daten einfach zum Beispiel erstmal erhoben werden müssen oder gar nicht vorhanden sind und dass man gewisse Aussagen deswegen nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kann, weil das einfach nicht die Welt ist, in der wir leben. Und ja. Ich glaube, das würde uns insgesamt als Gesellschaft helfen, da gute Entscheidungen zu treffen. Ja, also es klingt alles total plausibel. Ich habe da große Lust drauf und finde, wir sollten wirklich den Forschungsprozess ein bisschen nahbarer machen, ein bisschen authentischer, auch in seinen Schwierigkeiten und Ambivalenzen irgendwie auch zeigen. Auch weil Wissenschaft, glaube ich, sozusagen nicht nur in einer demokratischen Gesellschaft wichtig ist, sondern vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die vor solchen Transformationsherausforderungen steht. Das wird, eigentlich im Grunde wird die Wissenschaft wichtiger und gleichzeitig nimmt das Vertrauen in ihr aber irgendwie gefühlt ab. Und da fände ich, könnten wir einen kleinen Beitrag leisten, das ein bisschen daran zu arbeiten. Habe ich große Lust drauf. Finde ich super. Kleiner Überfall, hast du Bock, mit mir die erste Folge zu machen dann? Da kann ich jetzt schlecht Nein sagen. Ja, cool. Dann sehen wir uns in Folge 1. Perfekt. Danke dir. Danke.